So, hallöchen zusammen, Opi hier. Schön, dass ihr wieder reinschaut. Ich habe hier das neue Bayala Magazin, nicht das normale, sondern das erste Sonderheft zum Bayala Kinofilm. Ne, hier steht's auch, offizielles Kinofilm-Magazin. Magisches Elfenabenteuer. Und ja, da ich Bayala und Schleich schon immer begleite, ich werde mir den Film auch irgendwann mal anschauen, ganz klar. Ich erwarte mal überhaupt gar nichts, aber rein von den Bildern her ist es schon nett gemacht. Und wenn die Story dann auch noch einigermaßen stimmt, was will man denn mehr? Es sind Drachen mit dabei, Elfen. Und entsprechend ist auch schon Merchandise erschienen, genauer gesagt Figuren, Bücher und auch dieses Sonderheft, welches wir uns heute hier in diesem Video einfach mal kurz anschauen. Ihr wisst, ich kann euch nicht alles zeigen, aber ein paar Seiten darf man angucken und ich möchte natürlich auch nichts zum Film spoilern, das ist ja klar. Ja, und Gimmick haben wir auch dabei, nämlich so eine Schatztruhe, Schatzkiste, ein Schatzbuch, wie auch immer man das interpretieren möchte. Ja, hier haben sie Schatztruhe geschrieben mit einem kleinen goldenen Schlüssel. Und Nugur, der Drache, ist natürlich auch noch mit dabei. Das werden wir uns anschauen. Ich habe es ja schon mal vom Heft gelöst. Ja, dann hier nochmal Bayala. Ein Sonderheft des Schleichmagazins Bayala Nummer 1. Kostet hier in Deutschland 3,99 €. Hat 36 Seiten. Ein riesiges Poster drin. Da haben wir mal zwei riesige Poster mit drin. Die werden wir uns auch kurz anschauen, so gut es halt geht. Weil es ist wirklich riesengroß. So, das hier sind nur zwei von einigen Spielfiguren, die zum Film hier von Schleich erschienen sind. Könnt ihr auch gewinnen. Ja, und hier sehen wir schon einige der Hauptdarsteller aus dem Film. Hier steht es auch, zwei magische XXL-Poster. Und wir haben einen Test. Bist du eine Elfenkönigin? Und diesen Test hat die liebe Vimi gemacht. Viele liebe Grüße an dieser Stelle. Und wie sie bei diesem Test hier abgeschnitten hat, das erfahrt ihr ein bisschen weiter hinten im Video. So, ich blätter das mal auf. Hier haben wir eine kleine Inhaltsangabe. Wir haben einmal Willkommen in Bayala. Wir haben Rätsel mit drin, magische Dracheneier. Dann natürlich das Wissen um die Elfen aus Bayala. Den Test. Bist du eine Elfenkönigin? Ihr könnt eine zauberhafte Blumengirlande basteln. Weiteres Rätsel, wo ist Nugur, ne? Der kleine Drache. Ihr könnt hier eine Mondkette machen für die allerbeste Freundin. Ausmalbilder. Und es gibt auch Postkarten. Die sind übrigens klasse. So, dann schauen wir hier mal weiter. So, das hier, Willkommen in Bayala. Und hier haben wir schon einige Bilder aus dem Film. Die spoilern nicht wirklich was. Und es ist schon echt schön gemacht. Ne? Auch immer die Namen mit dabei, damit ihr wisst, um wen es hier geht. Kuak, der kleine Vogel, dann die Fee Sura, haben sie schön umgesetzt. Nugur, der kleine Drache und natürlich Piu, der goldige Waschbär. Hier haben wir eine Filmszene. Fünf Elfenvölker leben in Bayala. Dazu gehören die Eiselfen, die Regenbogenelfen und die Waldelfen. Na, was gibt's noch alles? Ihr wisst es bestimmt. Dann hier, auch in schwierigen Zeiten halten Schattenelfe Nurai und Sonnenelfe Sura immer zusammen. Der Blick, ne? Dann haben wir hier Ophira, die böse Königin der Schattenelfen, hat magische Fähigkeiten. Wer hält sie nur auf? Ja, dann hier noch ein schönes Bild, Versammlung. Dann haben wir hier Marvin mit einem Drachenei und dem kleinen Waschbären. Dann haben wir hier Ayela. Die soll die Königin der Sonnenelfen werden. Und das hier sind die tollen Drachen. Nugur ist schon in einem Set erschienen und die Drachen werden auch noch dieses Jahr bzw. nächstes Jahr erscheinen. Die Blumen- oder Blütendrachen oder wie sie heißen. Also fantastisch, ne? So, das mal dazu. Dann zeige ich euch noch diese Seite hier. Die Elfen aus Bayala. Ja, Marvin oder Marvin. Prinzessin Sura und Sera auf dieser Seite. Und hier habt ihr auch immer eine kleine Beschreibung zu den entsprechenden Charakteren. Eben zu Prinzessin Sura, Marvin und Piu, Kronprinzessin Ayela, Sera und Yaro und Prinzessin Nurai und die Königin Ophira. Ne, ihr seht schon, also toll gemacht. So, jetzt kommen wir zum Hammer, nämlich zum Poster. Ne? Das schauen wir uns an und dann geht's hier zu diesem Test. Bist du eine Elfenkönigin? Ne? Ich lege das mal kurz auf die Seite, denn wir brauchen jetzt Platz für ein wirklich gigantomanisches XXL-Poster oder zwei Poster. So, und ich kriege das überhaupt gar nicht ganz aufs Bild, denn hier haben wir ein Hochkant-Poster. Bayala, das magische Elfenabenteuer. Hier seht ihr schon Marvin auf den Blüten- oder Blumendrachen.
Hier überall Schmetterlinge mit Sternchen, hier auch der goldige Vogel mit dabei, überall so Blumenranken oben. Und ihr könnt schon erahnen, wie riesengroß das ist. Ich lege mal hier meine Hand drauf. Ne? Seht ihr, wie riesig das ist? Der reine Wahnsinn. Dann hier haben wir ein Einhorn mit drauf, schön gemacht. Hier sehen wir schon so ein Elfenschloss. Ne? Alleine das ist ja schon fantastisch umgesetzt. So, und wenn ich das jetzt ganz aufmache, boah, dann ist das so riesig, dass ich das nicht ansatzweise hier aufs Bild bekomme. Ja? Nugur mit drauf, Pio, der Waschbär. Ihr seht wunderschöne Blüten und Blumen. Fehlt eigentlich noch ein Kolibri oder sowas. Hier haben sie Schmetterlinge. Hier so eine Blütenlampe oder was das ist. Dann natürlich hier auch noch die beiden Elfen mit drauf. Heieiei. Also Leute, das Ding ist so unfassbar riesig. Ihr seht es an meinen Händen. Ich krieg's nicht ansatzweise hier aufs Bild. Aber freut euch drauf. Ein super wunderschön gemachtes, vor allem buntes Poster. Ne? Mit allem Möglichen drauf. Gigantomanisch das Ganze. Ne? Ich glaube, das ist auch das Filmplakat, oder? Täusche ich mich da? Ja, dann haben wir noch was auf der Rückseite drauf. Lieber Gott, Leute. Also, es ist gigantisch. Pass mal auf hier. So, Pio in der Mitte wird gehalten von zwei Elfen, die hier auf ihren Pferden sitzen. Und ohne Scheiß, ihr denkt, die Pferde haben Originalgröße. Ne? Wahnsinn, Wahnsinn. Also, wunderschönes Poster. Guckt euch mal. So ein blühender Baum im Hintergrund. Überhaupt der ganze Wald blüht hier im Hintergrund. Ne? Also riesengroß, riesengroß. Pass mal auf, ich probiere mal was. So, ich stehe jetzt mal hier vor der Kamera. Seht ihr das? Seht ihr das, wie riesengroß das ist? Das ist der reine Wahnsinn. Guckt es euch an. Der Hammer. Also das ist die eine Seite. Kann ich mich komplett dahinter verstecken. Und das hier ist die andere Seite. Ne? Das meine ich. Das Ding ist wirklich riesengroß. Ein Riesenposter. Denke mal, das ist auch das Kinoplakat. Also das macht schon was her, wenn er das bei euch ins Zimmer hängt. Dann ist zumindest eine Wand komplett tapeziert. Oh, ist echt ein wunderschönes Motiv. Kann man anders gar nicht sagen. Ne? Also das einfach noch dazu. Ich falls wieder zusammen. Wobei es echt so schön ist, möchte man gerne aufhängen. Also alleine dafür hat sich schon gelohnt, ganz ehrlich. Also super, super toll. Ich tue es mal wieder hier rein. Ja, aber bevor ich es hier reinmache, kommen wir hier zu unserem Test. Bist du eine Elfenkönigin? So, ich gehe hier mal ein bisschen näher dran und ihr seht hier immer drei Symbole. Und zwar haben wir hier so eine Art Oval, ein Ei, ein Halbmond und die Sonne oder ein Stern, wie auch immer. Und so geht's. Kreuze einfach die Symbole auf der Skala an. Dann wisst ihr, ob ihr das Zeug zu einer Elfenkönigin in Bayala habt. So, und Ayela sagt hier, bald werde ich auf dem Blütenthron der Sonnenelfen sitzen. Wärst du auch bereit dafür, finde es in diesem Test heraus. Ja, und hier unten haben wir die Erklärungen zu den Symbolen. Und es ist ganz einfach, die Fragen hier beantworten und die Symbole ankreuzen, deren Meinung ihr seid. Und dann habt ihr unten das Ergebnis. So, die liebe Vimi wird diesen Test jetzt mal machen und ich werde dann vorlesen, wie sie abgeschnitten hat. Na dann, liebe Vimi, hau rein. Okay, gut, dann mache ich mich mal an das Quiz ran. Ich weiß nicht, ob du das Video schon gemacht hast oder noch nicht. Okay, erste Frage. Du stehst gerne im Mittelpunkt und fühlst dich gut dabei. Naja, eher nicht, ne? Also würde ich schon das erste nehmen. So, zweitens. Wenn sich jemand streitet, versuchst du zu schlichten. Ja, das kommt drauf an, wer sich da streitet, ne? Also wenn sich jetzt, keine Ahnung, irgendein random Kind mit einem anderen random Kind streitet, dann schlichte ich da nichts und lasse machen. Deswegen würde ich eigentlich die mittlere Antwort nehmen. Also nur wenn es um meine Freunde geht. Da steht zwar BF, aber ich lasse es mal als Freunde gelten. So, drittens, bei der Planung einer Feier bist du gleich dabei. Ab und zu würde ich sagen, passt am besten. Ja, mal sowas mit dekorieren oder so kann ich machen. Ja. Viertens, für deine Freunde hast du immer einen guten Rat. Da würde ich sagen, natürlich. Also, ja, ich versuche immer da irgendwas dazu zu sagen. So, fünftens, auch in schwierigen Situationen bleibst du ruhig. Da habe ich schon, als ich mir das vorhin durchgelesen habe, mir im Kopf so gedacht, ja, ich versuch's halt, ne? Und da steht tatsächlich die Antwort, die ich gegeben hätte. Also, akkurater geht die Antwort nicht. Ich versuch's.
So, sechstens, dein Traum ist es, Schulsprecherin zu werden. Nein, auf gar keinen Fall. Das ist nur extra Arbeit, das mache ich nicht. Ja, da passt die erste Antwort am besten. Nein, das ist nichts für mich. Ja, ich habe jetzt einfach mal spontan mitgemacht. Mal sehen, was bei mir rauskommt. Ja, danke Mimi fürs Mitmachen. Super. Also, du hast zweimal das Oval gewählt. Du hast dreimal den Halbmond gewählt und einmal die Sonne. Dein Ergebnis sage ich dir jetzt. So, und ich mach spannend, ne? Ich lasse die anderen beiden Felder mal bedeckt. Also, du wärst eine Kronprinzessin, meine Liebe. Wie Sonnenelfe Ayela stehst du kurz davor, gekrönt zu werden. Es fehlt dir aber noch etwas der Mut, stolz auf dem Thron zu sitzen. Denn du besitzt die besten Voraussetzungen, eine tolle Königin zu sein. Das ist doch wohl der Hammer, oder? Also, du bist weder eine Prinzessin noch eine Königin, aber du stehst kurz vor der Krönung. Also auf jeden Fall nochmal vielen lieben Dank fürs Mitmachen. Ja, und wenn ihr auch Spaß an dem Test habt, findet ihr hier in diesem Magazin. Könnt ihr ja mal eure Freundinnen testen. Oder auch mal die Mama, die Oma, Tante, wie auch immer. Ich wünsche euch auf jeden Fall genauso viel Spaß mit diesem Test. So, mehr möchte ich davon auch gar nicht zeigen, aber wir schauen uns noch die Postkarten hier an. Und die sind wirklich toll gedruckt. Ist ein bisschen dickeres Papier und wirklich schön bunt. Und hier haben wir vier Motive. Hier einmal, pst, ich hab dich lieb. Ne? Also nette Postkarte, die ihr eurer Freundin schicken könnt. Oder eurem Freund, ne? Kann auch machen. Dann hier, in dir steckt mehr als du denkst. Auch eine schöne Karte. Dann haben wir hier Marvin und den kleinen Scheißer mit dem Drachenei. Gemeinsam schaffen wir das, auch nett. Und hier noch ein Bild. Mit dir wird jeder Tag zum Abenteuer. Ne? Nugur hat hier noch eine Eierschale über dem Kopf und zwei Augen drauf gemalt. Auch goldig. Gut, also das zu diesem wunderschönen Bayala, dem Filmmagazin, das offizielle Kinofilmmagazin, um es genau zu sagen, ist wirklich schön gemacht, kann man überhaupt gar nichts sagen. Und wie schon gesagt, ihr habt zwei riesige XXL-Poster mit drin. So, jetzt tue ich es wirklich rein. Ja, das dazu. Und jetzt schauen wir uns noch die Beigabe an, das Gimmick, nämlich unsere Schatztruhe. Ja, ist ein bisschen flach für eine Schatztruhe. Ich sage, für mich sieht es eher aus wie so ein geheimes Buch, ja, was man zwischen die anderen kleinen Bücher stellen kann, aber hinten ist halt, ja, Scharnier dran, von dem her geht's schon wieder nicht durch. Ja, dann lass uns das mal angucken. Ich schneide es hier seitlich einfach mal auf. So. Dann kommen wir auch an den Schlüssel dran. So, den haben wir hier. Und unsere flache Truhe, so sieht der Hintergrund aus. Wiese, Wolken und dieses Schloss, ne, auch schön gemacht. Auf der Rückseite steht nichts mehr drauf. Ja, und das hier ist unsere Truhe. Kann man die schon so öffnen? Oh ne, die ist tatsächlich abgeschlossen. Ja, Knaller. Also, wen es interessiert, diese Truhe hat hier eine Größe in der Höhe von 14, sogar ein bisschen mehr, 14,5 cm würde ich mal sagen. Und eine Breite mit dem Scharnier hier hinten, würde ich sagen, kommen wir auf 11 cm. Die Truhe selbst so circa 10 cm. Ja, da haben wir hier den Schlüssel. Ich wechsle mal kurz die Kameraperspektive. So, dann können wir uns den goldenen Schlüssel mal aus der Nähe anschauen. So sieht es aus. Hier hinten ganz dick und rund. Hier ist es hohl. Da könnt ihr irgendwie eine Schnur durchmachen. Immer um den Hals tragen, wenn euch das wichtig ist. Der Schlüssel ist natürlich aus Plastik, ja, kein Metall. Sehr dünn, müsst ihr aufpassen, dass euch der nicht abbricht, aber für eure Truhe reicht es absolut. Und hier vorne vier einfach solche Striche. Ja, also schon ganz besonderer Schlüssel, wie ihr seht. Das hier weiß ich nicht. Sieht ein bisschen aus wie so eine typische Puddingform. Wahrscheinlich soll es eine Blüte sein, eine goldene Blüte bzw. eine Krone. Das sieht eigentlich auch aus seitlich wie eine Krone, oder? Ja, also auf jeden Fall geheimnisvoller, schöner, goldener Schlüssel. Hier unsere Truhe auch mal aus der Nähe betrachtet. Hier habt ihr so einen Glitzersticker drauf mit drei Elfen und dem Schriftzug von Bayala. Ihr seht schon, es glitzert wie verrückt. Schön gemacht. Vor allem schön groß. Dann haben wir hier das Ganze in Pink mit so einem goldenen Ornament. Wie ihr seht, glitzert alles sehr schön. Ist nicht wirklich dick das Ganze. Also ihr könnt hier nur ganz dünne Sachen reinmachen. Gerade mal 2 cm. Ihr könnt da vielleicht so Kettchen reinlegen oder ein kleines geheimes Mini-Büchlein. Das passt hier rein. Dann hier ein einfaches Scharnier hinten dran. Ja. So sieht das Ganze aus.
Ne? Aber von vorne ist das echt nett. Und ihr seht auch das Schlüsselloch mit den vier Kerben. Sieht aus wie ein Plus. Ne? Ja, dann stecke ich hier mal unseren Schlüssel rein. Mal gucken, ob ich so öffnen kann. Jetzt hat es geknackt. Nochmal. Das dreht sich ewig so weiter. Mal gucken, ob es jetzt geöffnet ist. Nee, es ist zu. Ich drehe nochmal. Knackt, ist es jetzt vielleicht offen? Nee, ist immer noch nicht offen. Aha. Ja, ich drehe nochmal. Nochmal geknackst. Und jetzt? Nee, irgendwie, das ist geheimnisvoll. Ich krieg's gerade nicht auf. Ich drehe mal in die andere Richtung. Nee, das geht schwer. Ich drehe nochmal. Aber jetzt kommt, jetzt doch, oder? Oder muss ich... Ich krieg's nicht auf, Leute. Ich krieg's tatsächlich nicht auf. Nochmal. Jetzt habe ich es offen. Ach du liebe Zeit. Okay, hier sehen wir den Mechanismus. Okay, wie auch immer. Also, geheimnisvolles Schloss. Ja, so sieht's aus. Ja, und ihr seht, also ihr habt wirklich nicht allzu viel Platz drin. Also ihr könnt ganz flache Sachen reinlegen. Eine geheime Botschaft. Oder wirklich ganz, ganz kleine Perlen oder Figuren oder sowas. Aber wirklich nur ganz, ganz klein. Nicht wirklich hoch. Also so sieht es aus, das Ganze in Pink. Schöne Vorderseite, halt leider sehr, sehr, sehr flach. Und das Schloss ist auch, ja, sehr geheimnisvoll. Ich mach's mal zu. Aha. Also ihr müsst da... Jetzt ist es auch zu. Ja, jetzt ist es auch wieder zu. Ich probiere es nochmal. Achtung. Okay. Zu. Also das ist schon speziell. Jetzt geht's wieder auf. Ja, also muss man ein bisschen probieren, bis man einen Trick raus hat. Aber ist ja schließlich ein Zauberland, Bayala, ne? So, also von dem her, die kleine, flache Schatztruhe mit einem riesen Schlüssel dazu, das hat's in sich. Also nicht brutal reißen, wenn ihr es nicht auf das erste Mal aufkriegt. Einfach ein paar Mal probieren, irgendwann lässt sich die Truhe auch öffnen, ne? Also, ihr Lieben, ihr wisst Bescheid. Ja, dann würde ich sagen, was ist dazu, ne? Das offizielle Kinofilmmagazin Bayala, magisches Elfenabenteuer mit zwei XXL-Postern, also wirklich XXL-Poster, der absolute Oberknaller. Und dieser kleinen Schatztruhe, flache Schatztruhe mit einem wirklich tollen, beeindruckenden, goldenen Schlüsselchen mit dabei, jetzt im Zeitschriftenhandel. Anscheinend, ich habe es noch nicht gesehen, ich habe es mir online bestellt, aber ich denke mal, über kurz oder lang werdet ihr das wahrscheinlich überall kriegen, wo es auch Bayala Magazine gibt. Gut, ihr Lieben, dann bedanke ich mich bei euch fürs Reinschauen. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem niegelnagelneuen Bayala Film. Ich bedanke mich bei euch fürs Reinschauen, sage ciao, tschüsschen, bis zum nächsten Mal, euer Rupi. Yay! Yeah.